Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zur nächsten Mod-Vorstellung für Transportfieber 2 auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich wie immer, dass ihr reingesappt habt. Ich habe heute dieses schöne Teil da vorne, nämlich eine Ölplattform vom Huge Dragon. Ja, und er hat gleich seine Helikopter mit integriert. Ein Helikopterlandeplatz ist dabei, wie ihr seht. Also ihr könnt das Öl, den Treibstoff oder auch das Rohöl, diese drei Lieferketten könnt ihr einstellen bei der Ölplattform, da auch per Helikopter abholen, was natürlich um einiges schneller geht. Aber es sind auch zwei Schiffterminals mit dabei. Sehr, sehr genial. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Die Download-Links sind unten in der Videobeschreibung. Kurz den Hut aus, während ich hier so ein bisschen noch bubble. Sind unten in der Videobeschreibung einmal auf transportfieber.net erschienen und einmal im Steam Workshop. Veröffentlicht ja immer gleichzeitig in beiden. Sehr schön. Also, ne, ich habe ja auch extra eine karibische Karte ausgewählt. Da passt, glaube ich, so eine Ölbohrinsel am besten hin, als wenn ich hier zum Beispiel in Chiemsee platziere. Vielleicht machen wir das trotzdem bei der Chiemsee-Staffel. Aber schön finde ich halt, dass er die Helikopter-Mod auch mit integriert hat. Da könnt ihr die auch gleich mit benutzen. Sehr, sehr schön. Das Ganze geht nur über den Sandkastenmodus. Das ist nämlich eine Industrie. Und wenn ihr den Sandkastenmodus aktiviert, habt ihr unten den Reiter Industrie. Und dann könnt ihr hier die Offshore-Ölplattform platzieren. Da steht es auch nochmal, der Sandbox-Mod muss geladen sein. Und ja, wir haben hier so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe natürlich die Mod getestet. Sonst hättet ihr hier auch nicht die ganzen Linien, die schon erstellt sind. Ich kam auf keinen Nenner, was Industriekette, Kettenkomplexität bedeutet. Ich habe mir auch sein eigenes Video angeguckt, bin trotzdem nicht schlauer geworden, weil Komplexität bedeutet ja, dass es komplexer wird. Aber da wir ja hier einen Output haben bei dieser Plattform, im Moment habe ich hier Rohöl eingestellt, verstehe ich nicht, was die Komplexität, also welche Komplexität verändert wird, wenn man hier den harten Modus zum Beispiel wählt. Wenn ich jetzt hart wähle, kann ich hier trotzdem den gleichen Output-Level einstellen wie bei Casual. Kann ich euch nicht sagen, weil es ist ja, wie gesagt, nur ein Output und der wird ja nicht komplexer. Wenn ich jetzt hart einstelle, ja, ist er ja trotzdem nicht komplexer. Das ist ein bisschen komisch. Man kann es natürlich schwieriger machen, indem man den Output reduziert auf 400 oder wenn man es ganz einfach haben will, 4000. Schön finde ich aber auch wenn es nicht ganz realistisch ist, dass er hier Treibstoff und Öl noch als Auswahlmöglichkeit hat. Normal bieten ja so Plattformen nur Rohöl. Das wird dann aus dem Meer hier hochgepumpt. Wir können auch mal gucken, ob das auch noch weiter ins Meer reinragt. Ja, also das geht bis ganz unten. Selbst hier unten hat er dran gedacht im Meer. Sehr, sehr genial. Finde ich wirklich sehr, sehr cool, dieses Teil. Wir haben hier den Kran. Was heißt Kran? Hier geht das Rohr. Wo, ja, weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall wird hier an der Stelle halt verbrannt. Ich weiß gar nicht, wieso. Kann ich euch gar nicht sagen. Ich kenne das zwar von Ölplattformen. Ich weiß auch, dass das sein muss. Aber wieso? Ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, es ist eine kontrollierte Verbrennung, damit das Teil nicht einfach explodiert. Auch die Rettungsboote hier angebracht. Sehr, sehr detailliert. Wir haben ja schon eine Ölplattform. Ich weiß gar nicht mehr, wer die damals gemoddet hat. Aber da brauchte man so extra Terminals, die man dran gemacht hat. Aber das hier ist wirklich sehr, sehr schön. Oben ist auch noch ein Windsack dran, der im Wind weht. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, drei Terminals gibt es. Ja, da müsst ihr hier mal auf dieses Symbol klicken, dann seht ihr drei Terminals, zwei für Schiffe, jeweils an den Seiten. Einmal hier vorne, einmal hier und hier oben haben wir dann den Hubschrauber-Landeplatz. Ich kann auch nochmal die Linien einblenden, dann seht ihr, da kommt hier angeflogen, holt das Zeug, fliegt wieder weg und die Schiffe natürlich auch. Und so kann man dann auch mit einer Ölplattform mehrere von den Ölraffinerien bedienen. Zum Beispiel die Hubschrauber, die fliegen hier hin. Und die Schiffe bringen ihr Zeug hier hin. Und ihr seht, da wo die Hubschrauber hinfliegen, die haben sogar mehr im Lager.
als die hier vorne, wo die Schiffe hinfahren. Also die Hubschrauber, die haben schon einen ziemlich großen Output, was die Geschwindigkeit angeht, mit der sie die Güter transportieren können. Ich meine, wir passen ja 40 rein. Und ich habe hier 4 Hubschrauber, also das ist schon eine feine Sache. Nicht umsonst bin ich der Meinung, ist aber natürlich nur meine persönliche Meinung, ihr habt mir auch reingeschrieben, dass ihr andere Mods präferiert bei der Vorstellung zu den Hubschraubern. Aber meine Meinung ist halt, dass das eine der besten, wenn nicht sogar die beste Mod für Transport Viva 2 ist, weil es einfach ein weiteres Transportmittel in das Spiel reinbringt und das Spiel so halt auch gameplay-technisch ziemlich erweitert. Ja, geiles Teil. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Lasst dem Huge Dragon auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, netten Kommentar. Ich würde mich darüber natürlich auch freuen. Und schreibt mir mal unten rein, ob ihr die Ölplattform nutzen werdet und was ihr dazu meint. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.